Was? Hä? Sag mal. Wie bitte? Take one. Jakob Busk. Jakob, bist du eher zu früh oder zu spät? Zu früh, auf jeden Fall. Wie sieht dein perfekter Abend nach einem anstrengenden Trainingstag aus? Zu Hause, mit der Familie, meine Frau, mein Sohn. Einfach entspannen, Zeit genießen. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Kaltes Wasser, natürlich. Und einfach so Snacks, kleine Snacks. Bist du eher süß oder herzhaft? Eigentlich eher herzhaft. Und wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest, die du snacken dürftest, dein ganzes Leben lang, was wäre das? Ich glaube so Nüsse, Chips und so. Gibt es etwas, das du nicht kannst, aber gerne können würdest? Ja, Musik spielen, also Gitarre oder Klavier oder sowas, das würde ich richtig gerne können, aber das kann ich gar nicht. Wenn du mit Andy und Freddy eine Band gründen würdest, wie würde sie heißen? The Keepers. Und du machst dann Gitarre oder so? Und was würden Freddy und Andy machen? Andy ist eher so der Vorsänger, glaube ich. Und Freddy sehe ich ganz klar auf die Drums. Welche Musikrichtung wäre das? Ja, das wäre so ein Popband, glaube ich. Boyband, ha? Ja, Boyband. Boyband The Keepers. Was machst du, wenn du eine Woche ohne Internet auskommen müsstest? Dann würde ich sterben. Dann würde ich rausgehen, vielleicht digital lernen zu spielen, ein Buch lesen. Also bist du viel im Internet? Zu viel, leider. Für welche Sache kannst du dich so begeistern, dass du um dich herum alles vergisst? Wenn irgendwas für meine Familie gut geht, dann ist alles anders egal. Stadionwurst oder dänischer Hotdog? Dänischer Hotdog. Gibt es noch was anderes, was du aus der Heimat vermisst hier in Berlin? Ja, also so allgemein die dänische Küche vermisse ich schon so ein bisschen. Ganz klar Faxe Kondi, was vielleicht nicht jeder kennt, aber das ist ein, ja, wie sagt man, Soda. Und die gibt es nur in Dänemark. Was trägst du lieber, Trainings- oder Freizeitkleidung? Freizeitkleidung. Wer ist denn in der Mannschaft derjenige, wo du sagst, der hat den besten Stil? Der besten. Also es gibt viele, die halt sehr viel auf Mode steht. Und es gibt auch viele spezielle Stile. Aber so einer wie Geraldo Becker, der ist schon ganz gut dabei. Auf was könntest du eine Woche lang verzichten? Geld. Wenn du dir jemanden aussuchen könntest, der hier zum Interview kommt, wer wäre das? Julian Reisen. Genau so machen wir das. Und hättest du auch eine Frage an Julian, die wir unbedingt stellen sollen? Wie sehr er sich gefreut hat über sein erstes Bundesliga-Tor. Das machen wir. Ja. Fragen wir so. Dankeschön, Jakob. Gerne. Vielen Dank.